Ja, guten Morgen, Leute. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video Truck Reality oder wie meine Frau sagt, warum Englisch? Sagt doch LKW Realität. Ja, heute Freitag, der 13. Aber ich kann euch sagen, bis jetzt, toi, 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 ist alles sauber. Ich bin auch nicht abergläubisch. Im Gegenteil, heute muss erst recht Lotto gespielt werden, meiner Meinung nach. Ja, wie schaut's aus? Gut schaut's eigentlich aus. Endlich mal ein bisschen trocken. Gestern Nachmittag sogar bei teilweise Sonnenschein meinen Spaziergang gemacht. Und ja, liege ganz gut in der Zeit. 12.06 Uhr auf dem Hof, also normal. Und 4 Touren habe ich ja diese Woche schon weg. 2 bescheiden, also recht spät zu Hause angekommen. 2 waren okay. Und heute sieht es also auch ganz gut aus. Könnte sogar sein, dass ich heute die beste Zeit fahre von der ganzen Woche. Obwohl es Freitag ist. Aber wenn man mal so schaut, ihr könnt es ja selber sehen. Wir fahren jetzt hier auf Frankfurt zu, Flughafen und so weiter. Es ist nicht so viel los. Woran es liegt, weiß ich nicht. Ob es mit dem Thema, was in aller Munde ist, zusammenhängt, eben Corona, kann sein. Mittlerweile redet man ja nicht mehr nur davon, Veranstaltungen mit über 1000 Leuten zu canceln, sondern Veranstaltungen fast jeglicher Art, im Grunde soziale Kontakte zu meiden. Tja, so schaut's aus. Und bei mir zu Hause ist die Lage noch mal ein Nimmerchen angespannter. Ich hatte das ja schon mal in einem Video erwähnt. Meine Frau hat eine chronische Krankheit, nimmt ein Medikament, was das Immunsystem stark, sehr stark herunterschraubt. Deswegen holt sie sich auch einen Infekt nach dem anderen. Also ich sag mal, die braucht das verrotzte Enkelkind nur anzugucken und schon hat sie auch den Rotz am Balch. Und ja, die macht sich große Sorgen, sie hat Angst. Denn sie meint eben halt, wenn es sie erwischt, dann wird das so massiv, dass sie ins Krankenhaus muss, wo sie natürlich auf keinen Fall hin will, weil das macht die Sache auch nicht besser. Dazu kommt, das ist jetzt wirklich ganz aktuelle Lage bei uns zu Hause. In der 12 Kilometer entfernten nächstgelegenen Stadt, oder ich kann es ja ruhig sagen, Bad Hersfeld, denn der Ort meiner Firma ist ja auch bekannt, Niederaula, also in Bad Hersfeld. Bad Hersfeld halt gelegen in der Nähe vom Kirchheimer Dreieck, das ist unsere nächstgelegene Stadt. Wir selber wohnen ja auf dem Dorf. Und ja, dort ist es gestern schon zu Schließungen gekommen. Und zwar die Hauptstelle der Sparkasse hat geschlossen. Man kommt nicht mal mehr an den Geldautomaten. Und das Rathaus hat auch geschlossen. Bei beiden Betrieben sind Leute beschäftigt, die nachweislich sich infiziert haben durch einen Skiurlaub in Südtirol. Und ja, man weiß nicht, wo das alles noch hinführen wird. Wir machen uns da schon einige Gedanken, denn es gibt ja in Bayern, glaube ich, werden ja schon die Kitas geschlossen. Und wir fragen uns, wie soll das funktionieren? Denn wenn die Kita bei uns zumacht, unsere Tochter ist ja Altenpflegerin, also die kann nicht so einfach mal eben zu Hause bleiben, dann wären ja die alten Leute unversorgt. Das heißt, erst wenn jemand wirklich
schwer erkrankt ist, kann er wegbleiben, ansonsten muss er antreten. So, was ist aber, wenn ihr Kind nicht mehr in die Kita kann und zu den Großeltern kann es auch nicht? Es ist einfach nur noch Chaos im Kopf und mittlerweile, ja, ich sag mal so, mittlerweile kommt die Sache wirklich immer näher. Ja, alter Schwede, ey. So, 10 Meter. Das ist doch eine arschlose Scheiße hier, ey. Unnötig, 10 Meter. Und jetzt ärgert er sich bestimmt noch, weil ich ihm kein Blinkzeichen gegeben habe. Aber ich gebe nun mal kein Blinkzeichen, damit einer 10 Meter vor mir reinziehen kann. Mann. Ja, wir haben ziemlich wenig drauf, so, um nochmal über andere Dinge zu sprechen. Nur 8 Tönnchen, das heißt, ja, liegen jetzt schon bei 24,3, das wird ein Top-Verbrauch heute, aber den kann ich auch gebrauchen, weil heute Nacht runter war, die Kiste voll. Gestern gab es auch Gerüchte dort in Gaggenau, dass schon eine ganze Abteilung nach Hause geschickt worden ist, weil eben einer dort auch infiziert ist. Dann haben die ja einige Mitarbeiter, die aus dem Elsass kommen. Das Elsass ist zum Hochrisikogebiet erklärt worden und es wurde gesagt, da soll keiner mehr raus und keiner mehr rein. Ja, und was ist? Mein Staplerfahrer hat mir heute erzählt, da hat er doch gestern in einer Kantine eingetroffen, von dem er weiß, dass der aus dem Elsass kommt. Und da hat er zu dem gesagt, hör mal, du kommst aus dem Elsass, was soll das hier? Ich bin 63, ich fühle mich jetzt gefährdet. Und ja, derjenige hat dann nur gesagt, ja, der Chef hat bei mir angerufen und hat gesagt, ich muss kommen, weil halt die Arbeit weitergehen muss oder soll. Andererseits wurde gestern schon gesagt, ja, kann sein, dass hier nächste Woche die Abteilung zu ist. Ich habe nur gesagt, Freddy, lass mich damit in Ruhe. Ich warte ab, was meine Firma mir erzählt und mache mich nicht schon vorher hier gerüchtetechnisch bekloppt. Das bringt ja alles nichts. Ich meine, ich habe ja schon mal erzählt, das knallt voll rein auch in die Logistik Corona oder wird noch immer weiter reinballern. Da könnt ihr Gift drauf nehmen, denn wenn Betriebe eben die Produktion einstellen, dann gibt es auch immer weniger zu fahren. Wie es bei uns in der Firma aktuell, da läuft noch alles normal. Und ich habe ja gesagt, bei uns sieht es ja so aus, wir haben ja da so eine gemischte Palette. Ich denke mal, was uns in den normalen Produktionsbereichen vielleicht wegbrechen wird, fangen wir damit auf, dass wir vermehrt dann Hygieneartikel fahren. Hab da aber noch nichts in der Richtung gehört, dass da jetzt mehr läuft. Ich habe mich nur gestern gefragt, wie das dann funktionieren soll, wenn zum Beispiel bei den Herstellern von Desinfektionsmittel, Hygieneartikel, Medikamenten und so weiter, wenn da die Produktion angehalten werden müssen, weil die Mitarbeiter erkrankt sind oder ausfallen sollen. Und der nächste Genosse, 10 Meter wieder. Ey, was ist denn heute los? Ich meine, euch kommt das weiter vor, das hat was mit der Kamera zu tun, Weitwinkel, das waren jetzt gerade, der ist auf 10 Meter eingeschert, ey, ich, naja, aber wir wollen uns mal nicht aufregen, das Wochenende steht vor der Tür, blöde ist irgendwie, wir hatten uns vorgenommen, was zu tun, entweder geht's weiter am Baum oder wenn da das Gelände zu schlammig ist, dann wird eben was bei uns gemacht. Naja, was ein bisschen dagegen spricht, meine Frau ist noch nicht so fit, aber ich habe zu ihr gesagt, egal, dann mache ich was alleine, weil es muss unbedingt zu Hause mal wieder ein bisschen was passieren, nur abhängen am Wochenende, das ist auch unbefriedigend. Da geht man irgendwie, also ich gehe da mit einem unbefriedigten Gefühl dann wieder in die Woche, wenn so gar nichts gelaufen ist.
Ja, allerdings ja, hieß es dann auf einmal von der Tochter aus, ihr müsst am Wochenende arbeiten und ob wir eben den Enkel nehmen könnten. Ich habe dann gesagt, ja, eigentlich nicht so, weil wir ja was machen wollen. Alter. Jetzt geh mal schön hinter mir rein hier, du Mann, ey, bleib hinter mir. Echt, was ein Tropf. Verstehe das nicht, wieso die rausziehen, dann neben einem parallel fahren, da bremse ich doch direkt ab, dass ich mich dahinter einfädeln kann. Aber okay, ich will mich jetzt hier nicht echauffieren. Ja. Ja, wie gesagt, meine Frau, die gestern Mittag, als ich nach Hause gekommen bin, da hat sie ganz schön am Rad gedreht, hat sich da einen Wahnsinnskopf gemacht. Ja, es ist schwierig für mich. Ich habe ihr nur gesagt, es wird noch ganz schön problematisch werden, denn man muss viele, viele Verhaltensweisen jetzt ändern, überdenken und ändern. Na, ich sag mal, ich kenne das so früher, wenn man sich begegnet ist, man hat sich begrüßt, man hat sich die Hand gegeben. Ich habe es sogar noch so gelernt durch eine in Anführungsstrichen strenge Tante mit leichter Verbeugung, also der sogenannte Diener. Das ist einfach eine Geste eben der Höflichkeit gewesen. Für mich war das, aber das war es dann auch. Hand gegeben, alles gut. Jetzt ist ja in den letzten Jahren das unheimlich aufgekommen, die Umarmerei mit Küsschen rechts und links. Ja, ich weiß gar nicht warum, wieso, weshalb. Ich sag euch ganz ehrlich, für mich persönlich, ich kann das eigentlich nur wirklich ab bei Leuten, die ich mag und die mir sehr vertraut sind. Bei allen anderen tue ich mich da schwer, ist mir irgendwie zu intim, ist mir ein bisschen zu suspekt. Und auf die französische Küsserei oder die Russenmasse machen es ja auch, habe ich noch nie gestanden. Auch so, ich bin auch kein Fan gewesen von der Küsserei zwischen Großeltern und Enkeln. Also ich habe da schon mal zu meiner Frau gesagt, was soll denn die Mundküsserei mit dem Enkel? Also es könnte mir nicht einfallen, jetzt den Enkel da zu küssen. Also weiß ich nicht. Ne? Ich meine, in Arm nehmen, ja, und so. Aber wie gesagt, so Küssereien müssen für mich nicht sein. Ja, aber alle, die das jetzt machen, sollten sich das mal, sollten das denn zukünftig mal ein bisschen überdenken, ne? Also, geile Karre. Hier, ein Landy. Also, solche Autos mag ich ja. Mercedes G, Landy und so. Aber ich bin ehrlich, ist mir zu teuer. Ist der Spaß, so ein Ding zu fahren, ist mir leider zu teuer. Ja, entschuldigt, dass ich so ein bisschen hin und her springe. Aber man muss ja auch noch mal die Eindrücke, die hier von außen auf einen einwirken, mal aufnehmen. Oh, wenn ich Richtung zu Hause gucke, da sehe ich ja wieder dunkle Wolken. Aber heute haben sie ja noch mal einiges an Schauern angesagt. Aber morgen dann nur noch wenige Schauer. Naja, schauen wir mal. Ich meine, ihr habt ja gesehen, was mein Ritual so ist. Ich habe da auch was geändert. Jetzt geht es immer so. Das Erste, was ich jetzt nachts mache, ist einsteigen, Läppchen mit Desinfektionsmittel einsprühen und erstmal Lenkrad, Schalter und Hände abwischen, so, um halt so ein bisschen, ja, vielleicht ist es auch mehr zur persönlichen Beruhigung. Vielleicht hilft es gar nicht so viel. Wir haben schon gesagt,
Also meine Frau ist fest entschlossen, sie will ab nächste Woche nicht mehr einkaufen gehen, nicht mehr in den Supermarkt vorläufig. Ich habe ihr gesagt, kein Problem, sie soll den Zettel machen, ich regel das ab. Und für mich gilt dann natürlich, wenn ich dann dort war, wenn ich nach Hause komme, dann die erste Tat muss Händewaschen sein. Und wenn man dann die Klamotten eingeräumt hat, vielleicht nochmal. Also ich sag mal, im Moment kann man sich die Hände nicht oft genug waschen. Ja, ansonsten bleibt es abzuwarten. Wie gesagt, bei uns im Dorf ist noch nichts, aber das ist ja nur eine Frage der Zeit. Die Sache kommt immer näher. Was ich mich jetzt so gefragt habe, ist, in der Regel ist es ja so, wenn ein gegen Grippe ist meine Frau geimpft, da hat sie ein gutes Gefühl, fühlt sich da einigermaßen sicher. Ich bin nicht geimpft. Für mich hat sich gestern so die Frage gestellt, ich habe da allerdings keine Ahnung, wie gesagt, ich habe mich das nur so gefragt, wenn man das jetzt bekommt, dieses Corona, und steht es dann durch, da frage ich mich, ob man dann danach ja, eine gewisse Resistenz hat, ob der Körper dann, also die körpereigene Abwehr, eine gewisse Resistenz gegen einen erneuten Angriff von Corona entwickelt oder ob einen das immer wieder erwischen kann. Dass sich die Geschichte hier ja erledigt, wenn Frühjahr, Sommer kommen, das ist ja inzwischen schon von den offiziellen Stellen sogar revidiert worden. Am Anfang hieß es ja noch, ja, wir erwarten, so wie bei der Grippe, Frühjahr, Sommer, dann, dass die Sache abebbt. Aber mittlerweile hat man ja da schon gesagt, dass dieser Effekt wohl nur gering sich auswirken wird, wenn er sich sogar komplett ausfällt. Und ja, da frage ich mich, ich meine, wir haben jetzt das Glück, wir haben keine Reisen gebucht. Wir hatten zwar vor, dieses Jahr weniger Baustelle zu Hause zu machen, mal ein bisschen mehr rauszufahren. Ja, und unglücklicherweise stehen solche Unternehmungen jetzt ganz schön in den Sternen. Wir hatten vor, also einmal in den Ruhrpott zu fahren, da mal ein paar Tage zu verbringen, mal ein paar Orte meiner Kindheit abzufahren. Also das ist mit Sicherheit gecancelt. Wir haben vorgehabt, zu Freunden zu fahren, die oberhalb von Hamburg wohnen, also in Norddeutschland, Meldorf. Ist sehr in Frage, aber das ist eine Sache, die hatten wir erst für den September geplant. Bis dahin vergeht ja noch einige Zeit ins Land. Schauen wir mal, wie es dann aussieht. Aber zum Beispiel Ende Juli ist ja das geplante Motorradtreffen, nachdem es ja letztes Jahr ausgefallen ist, weil die Organisatoren durch die Bank weg erkrankt waren, allerdings jetzt nicht an Corona, sondern irgendwie anderweitig, soll ja dieses Jahr wieder ein Treffen stattfinden. Allerdings muss ich zugeben, das war jetzt Anfang der Woche, als ich da im entsprechenden Internetforum nachgeschaut habe, dass das Ding steht. Wie das jetzt hier zum Ende der Woche, nachdem also, naja, sich die Lage und Situation doch deutlich verschärft hat, aussieht, weiß ich nicht. Ob inzwischen dieses Motorradtreffen in Frage gestellt wird oder eventuell sogar jetzt vorzeitig, bevor die ganzen Leute Geld überweisen und so, gecancelt wird, keine Ahnung. Oder ob auch Leute abspringen aufgrund dessen. Wir haben uns da, wir haben zwar in der Absicht, oder eigentlich stehen wir immer noch in der Absicht, daran teilzunehmen, aber wir haben noch nichts angezahlt und da auch noch nichts festgemacht. Weil das haben wir die letzten Jahre immer so gehalten, weil das auch so ein bisschen so die Frage ist, kurz vorher, wie geht es Hasi?
Nein, kann sie dran teilnehmen? Ist es okay für sie oder ist es nicht okay für sie? Sie kann da sehr schlecht Monate vorausplanen. Deswegen haben wir das in den letzten Jahren so gemacht. Wenn, dann haben wir recht kurzfristig daran teilgenommen. Das ist also durchaus machbar. Da gibt's immer ein Bett, weil wir da eine ganze Jugendherberge am Rande vom Harz exklusiv für uns gemietet haben. Wir bringen eine entsprechende Anzahl Leute zusammen. Ich glaube so 50 Leute oder was. Und da kriegen wir also das ehemalige Schloss umfunktioniert zur Jugendherberge, die wir dann exklusiv haben. Und ja, aber da, wie gesagt, ich weiß auch noch nicht, inwieweit das alles stattfinden wird. Dass die Enkelkinder nicht mehr zu den Großeltern dürfen, stand gestern fett im Internet und heute auch in den seriösen Tageszeitungen. Das heißt, dass ja, diese Aussage, die hat schon Hand und Fuß oder was. Ich meine, gut, kann man ja gedanklich nachvollziehen. Kinder können ohne jegliche Symptome, aber durchaus der Träger sein. Und ja, die Alten sind nun mal hochgefährdet. Eine Sache, die ich habe ja meinen täglichen Telefonanruf von Hasi schon hinter mir, ist ja immer so 9:30 Uhr. Und sie erzählt mir dann ja auch mal die eine oder andere neueste Nachricht. Ja, das heißt, sie guckt so primär halt Hessen News, was uns so, also unsere Gegend betrifft. Denn man merkt ja, durch den Föderalismus in Deutschland ist das ja in jedem Bundesland anders, die Regelung. Und ja, mir geht es um Folgendes. Es muss wohl irgendwie gesagt worden sein, dass zum Beispiel durch die vielen gecancelten Flüge ja quasi Fraport-Mitarbeiter nichts mehr zu tun haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Arbeitgeber das gesagt haben oder wer das gesagt hat. Auf jeden Fall wurde in den Raum gestellt, dass die Leute nach Hause gehen mit unbezahltem Urlaub. Hallo? Hallo? Wie soll das funktionieren? Es gibt mit Sicherheit gerade bei jüngeren Leuten eine Menge Leute, die haben keine Reserven. Die können keine 4 Wochen ohne Kohle zu Hause bleiben. Dann geraten die in allerschlimmste wirtschaftliche Schwierigkeiten. Bei uns ist es jetzt so, es geht noch. Eine gewisse Zeit könnten wir überbrücken, weil wir halt anders gestrickt sind. Wir haben halt gewisse Dinge und dafür wird halt gespart oder Geld an die Seite gelegt und man kann natürlich in so einem Fall wie jetzt, dann könnte man auf solche Reserven zurückgreifen. Ich sag mal, man spart für einen Urlaub und wenn man den dann sowieso nicht antreten kann, dann kann man natürlich dieses Geld nehmen und sich damit über Wasser halten. Aber das ist ja irgendwo völlig verrückt. Ich meine, es ist natürlich, bin ich ehrlich, genauso verrückt für kleine Unternehmer, dass sie die Bude zumachen. Die überleben das nicht. Das ist einfach ein Fakt. Wenn man da 4, 8 Wochen die Bude zu hat, dann ist für den einen oder anderen echt Feierabend. Eine interessante Sache war noch gestern im Gespräch, es ist ja so, ist ja bekannt, ich fahre ja Autoteile, Autoindustrie
Und die Autoindustrie hat ja seit Herbst letzten Jahres ein bisschen Probleme. Selbst verursacht. Dadurch, dass sie eben die Schweinereien gemacht haben mit dem Abgasskandal. Und dazu kommt noch ein allgemeiner, leichter wirtschaftlicher Rückgang. Auf jeden Fall haben ja Konzerne schon im Herbst letzten Jahres so signalisiert, dass sie durchaus bis zu 25% ihrer Mitarbeiter über die nächste Zeit also gedenken freizusetzen oder freisetzen müssen, weil sie kein Geld in der Kasse haben. Und ich habe das ja in dem letzten Video schon gesagt, im Moment, wo es nur eine Empfehlung ist vom Staat her, macht ein Unternehmen zu, in dem Moment, wenn der Unternehmer dieser Empfehlung Folge leistet, bleibt er auf den Kosten hängen. Wenn aber jetzt offiziell angesagt wird, Bude zu, dann kann der Unternehmer zum Beispiel Kurzarbeit anmelden. Und ein Mitarbeiter von einem großen Konzern, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, dass die Führungsspitzen in den Unternehmen jetzt teilweise so dastehen, Corona sei Dank. Weil jetzt ist es natürlich so, wenn sie die Bude zumachen müssen wegen Corona, dann gibt's, sagen wir mal so, dann können sie natürlich berechtigterweise sofort die Kurzarbeit anmelden und bleiben selbst halt nicht auf den Kosten hängen. Es ist einfach eine Riesenscheiße. Es gibt die Gewinner, es gibt die Verlierer. Die Gewinner sind halt irgendwelche Vögel, die Atemschutzmasken verkaufen und Desinfektionsmittel verkaufen und all so Gedöns. Und die Verlierer sind natürlich die, die Reisen gebucht haben, von denen sie nicht mehr zurücktreten können oder sich Tickets gekauft haben. Verrückt fand ich auch zum Beispiel gestern eine Werbung im Radio FFH für ein Konzert in 2-3 Monaten. So, hier geht hin, kauft euch Tickets für das Konzert von, ich sag mal, Sarah Connor. Da habe ich gedacht, wie können die da jetzt für werben? Jeder muss sich doch sagen, was, ich jetzt ein Ticket kaufen, 50 Euro oder was, dafür ein Ticket ausgeben, wo ich gar nicht weiß, ob das Ding überhaupt stattfindet oder überhaupt, ob ich es überhaupt noch riskieren kann, da hinzugehen. Aber es ist eben halt so, es ist einfach keine klare Linie drin und es zeigt sich jetzt auch eben der große Nachteil des föderalistischen Systems hier in Deutschland, dass das alles auch so uneinheitlich ist. Ich meine, ich habe das ja schon mal erlebt. Und zwar, ihr wisst ja, ich habe ja Hunde und so und ich habe ja bis vor, ja, ich muss jetzt überlegen, ach, ich sage einfach meine Zahl, bis vor, ich glaube, bis vor 10 Jahren hatte ich ja noch sogenannte Kampfhunde, also Hunde der Liste 1. Es ist ja so gewesen, dass zum Beispiel, oder nein, anders, viel einfacher. In Hessen ist es verboten, mittlerweile sich einen Rottweiler zuzulegen, weil es ist ein Listenhund. 20 Kilometer weiter bei mir kommt Thüringen. Ich fahre also 20 Kilometer, da kann ich hinspucken. Ich fahre nach Thüringen rein. Da gibt es überhaupt keine Hundeverordnung. Da kann ich mir 5 Rottweiler halten. Und ich meine, sowas ist doch bekloppt. Und genauso bekloppt ist es jetzt auch bei Corona, dass in dem einen Bundesland machen sie die Kitas und Schulen zu und im anderen nicht. Weil es halt dem jeweiligen Bundesland selbst überlassen ist.
Ich meine, so, ja, ich denke mir, das kann doch nur funktionieren vernünftig, entweder alle oder keiner. Es muss doch eine Linie da reinkommen. Und ich habe gestern noch einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass es jetzt eigentlich vonnöten wäre, dass die Bundesregierung einen Krisenstab gründet und dann die Dinge Corona betreffend bundeseinheitlich geregelt werden. Und ich sehe das genauso. Nur so wird da ein Schuh draus. Ich meine, wir brauchen nur mal gucken in den anderen Ländern. Da werden teilweise andere Maßnahmen getroffen. Ich meine, was da der Trump abzieht, das ist ja natürlich auch lächerlich. Verbietet den Europäern mal eben für ein paar Wochen die Einreise, nur den Engländern nicht. Ja, was ist das? Das ist, weiß ich nicht. Nein, mit der Behauptung, dass hier die Maßnahmen eben nicht... gut, ist auch, da ist auch was dran. Also hier wurde noch vor 3 Wochen die Sache meiner Meinung nach auch ein bisschen klein geredet. Nein, wir sind gut aufgestellt, bla bla bla. Und mittlerweile, ja, und es hieß, wir haben die Kapazitäten und die Krankenhäuser packen das und so. Und ja, mittlerweile sieht es aber überhaupt nicht mehr danach aus. Ach so, das hatte ich noch vergessen. Bei dem Klinikum in Bad Hersfeld ist es seit gestern so, dort ist Besuchsverbot. Also man kann seine Angehörigen nicht mehr besuchen. Es gibt nur 2 Ausnahmen. Das ist palliativ. Da wird es also einer Person, nein, bei Palliativ sind es max 2 Personen, denen es gestattet wird, also einen Besuch abzuziehen, aber nur nach vorheriger Anmeldung und so mit Termin. Und bei Schwangeren, also da ist auch 1 Person noch statthaft. Alle normalen Besuche sind gecancelt. Meine Frau hat zum Beispiel in jetzt Ende März dort einen Termin und wir haben gestern noch drüber gesprochen und da habe ich gesagt, wozu sollen wir jetzt da hingehen, uns in ein Wartezimmer setzen und dann reingehen zu dem Arzt und mit dem Arzt reden. Ich sage, reden können wir mit dem auch übers Telefon. Und ich habe also gestern ihr den Vorschlag gemacht, wir werden einen Tag vorher dort anrufen und werden erstmal überhaupt fragen, ob der Arzt überhaupt die Sprechstunde abhält. Und wenn er sie abhält, dann werden wir den Leuten dort klipp und klar sagen, warum wir nicht persönlich erscheinen werden. Aber trotzdem würden wir gerne mit dem Arzt halt sprechen, weil wir wollen halt mit dem Arzt mal darüber reden, wie das aussieht, wenn dieses Medikament, was das Immunsystem herunterschraubt, abgesetzt wird. Ob wir das so einfach machen können oder ob er da Riesenprobleme sieht. Das würden wir nämlich gerne mal mit ihm klären. Aber ich denke mir, das können wir auch telefonisch. Denn ich bin die letzten 2 Male, 3 Male immer mitgegangen, so damit einfach mal, ja. Ja, weil ich muss sagen, Hasi ist auch manchmal ein bisschen zu zurückhaltend. Die sagt, ja, wenn der Arzt sie fragt, und wie geht's ihnen, dann sagst du, ja, ganz okay. Und in Wirklichkeit ist es nicht so okay. Und dafür gehe ich halt mit, um aufzupassen, dass sie nicht die Dinge schön redet. Und da war ich ja jetzt die letzten Male mit. Und es ist ja so, es passiert ja nicht mehr als Gespräch. Und der Arzt untersucht nichts, fasst sie nicht an. Gut, er guckt ihr ins Gesicht, klar. Und er würde natürlich, wenn da äußerlich extremste Anzeichen wären, dann würde er vielleicht auch mal was sagen und auch eine Untersuchung veranlassen. Und vielleicht auch eine auch selber durchführen. Aber normal ist eben halt nur Gespräch und da habe ich gesagt, das können wir auch über Telefon machen. Ich frage mich auch, wie das bei uns in der Firma laufen wird, wenn da ein Fall auftritt. Wenn ich mir jetzt so vorstelle,
dass einer aus der Dispo jetzt erkrankt. Wenn die Dispo weg ist, ich meine, okay, vielleicht könnten sie noch von zu Hause aus was machen, ich habe keine Ahnung, Homeoffice-mäßig, aber ich sag euch Leute, dann wird es ganz, ganz schwierig. Na, wenn die Dispo weg ist, ich meine, gut, bei mir geht's noch. Ich könnte meine Tour auch ohne Dispo durchziehen. Ich habe auch mit der Dispo quasi nicht so viel zu tun. Ich steig nachts, ich hole meinen Schlüssel nachts, steige in meinen LKW, fahre runter nach Gaggenau, mache mein Ding da, komme wieder zurück. Und das Einzige, was ich mache, dass ich mittags halt die Papiere da hinlege. Ich muss mal gucken, einen Moment mal, wie die Zeit aussieht. Ach, ist noch total super. Kam mir jetzt irgendwie länger vor. Es ist also so, dass ich mittags nur die Papiere da hinlege. Sicherlich sage ich auch schon mal, wie jetzt diese Woche, hör mal, der Wagen, der braucht mal ein paar neue Reifen hinten auf der Antriebsachse oder so. Und das wird dann da notiert bzw. auch organisiert. Aber letztendlich brauche ich die nicht so unbedingt, um die Tour zu fahren, um diese halt zu realisieren. Irgendwie kommt aber auch nicht aus dem Quark hier. Ich ziehe da raus. Ja, oder was ist, wenn ein Fahrer erkrankt? Müssen dann die anderen auch zu Hause bleiben? Also eins ist sicher, da wir mit diesen, habe ich ja schon mal erklärt, mit diesen Doppelbesatzungen fahren. Also wenn von einem LKW ein Mann nachweislich erkrankt ist, dann denke ich mir, ist das schon sicher, dass der andere auch zu Hause bleiben muss, weil... ja, weil man hier auch alles anfasst und ich bin sicher, dass auch der eine oder andere niest und seinen Rotz hier auf die Prallplatte bis vorne an die Scheiben von den Instrumente schleudert. Also es ist, es wäre nicht das erste Mal, dass ich Spratzler wegwischen muss, die nicht von mir stammen. Ich mache es in der Regel so, bevor ich also aus dem LKW abhaue, dass ich immer mal einmal drüber gucke, weil ich finde das schon ein bisschen peinlich, die Karre mit irgendwie Kaffeeflecken oder was weiß ich für Spratzlerpunkten halt zu hinterlassen. Aber andere, die achten da nicht so drauf. Viele, viele Fragen, wenige Antworten. Da waren wir wieder ohne Blinker und fast die Ecke abrasiert, ey. Aber ich habe jetzt auch nicht reagiert. Ich weiß nicht, ob die das alle cool und lässig finden. Das sollte auch nichts Oberlehrerhaftes von mir sein, dass ich diese Geschichte mit dem Blinken angesprochen habe. Nur es ist wieder ohne Blinker. Ich verstehe es nicht. Es ist wirklich eine Seuche. Wieder ohne Blinker. Ah, da kriegt er das mal mit. Ja, Stunde 10 haben wir noch. Dann ist Wochenende. Ja, trotz allem Mist, freue ich mich auf mein Wochenende, wie immer. Wie gesagt, ich fahre gerne LKW, aber ich bin auch gerne zu Hause. Ich
meine, bei uns geht's ja noch. Ich habe auch zu meiner Frau gesagt, wenn ich jetzt wirklich mal für 14 Tage zu Hause bleiben müsste, eben quarantänemäßig. Gut, es stellen sich für mich ein paar Fragen. Darf man noch mit seinen Hunden rausgehen ins Gelände? Ja oder nein? Denn es ist ja mittlerweile auch schon davon die Rede, dass wieder ohne Blinker, dass es also Strafen geben soll, wenn Leute gegen die Quarantäne verstoßen. Es macht ja auch Sinn. Ich meine, wenn eine Quarantäne verhängt wird und die Leute sagen, ach, ist mir doch egal und einfach machen, was sie wollen, dann bringt das ja nichts. Das bringt ja nur was, wenn diese Maßnahme dann auch wirklich richtig durchgezogen wird und wenn es auch für die Leute, die sich dann nicht dran halten, Sanktionen gibt. Aber ich würde mich eben fragen, kann ich noch raus oder muss ich mir schon jemanden besorgen, der das dann abregelt, oder haben dann auch meine Hunde eine schwere Zeit, dass sie also zwei Wochen lang nur in den Hof kommen, keine Ahnung. Aber es ging ja noch, zur allergrößten Not ging es ja noch, ich sag mal, da müsste ich, keine Ahnung, Bällchen werfen im Haus oder im Hof oder irgendwelche Spiele mit dem machen. Also aber ich stelle mir nur so vor, wenn einer wenn jetzt jemand, ich sag mal, was ja normal ist, ich habe ja selber in kleinen Buden gewohnt, als ich jung war, du hast eine Ein-, Zwei-Zimmer-Wohnung, und jetzt sollst du 14 Tage da in so einer kleinen Bude bleiben. Also sorry, manche, was weiß ich, die eben, es gibt halt so Nerds, denen wird das nichts machen, die würden eben 14 Tage lang zocken, wieder ohne Blinker. Ja, Leute, heute kann ich euch ja hier einen Haufen Beispiele zeigen, ey. Meine Fresse, was ist denn los hier? Normalerweise blinke ich sie an, aber also für manche ist das ja vielleicht noch eine lockere Sache, aber für mich wäre es zum Beispiel überhaupt keine Sache. Nun habe ich ja das Glück, wie gesagt, mit dem Haus. Ich denke mal, man darf ja bestimmt noch in seinen Hof, in seiner Garage. Und da sage ich euch, da kann ich mich natürlich beschäftigen. Da wird mir schon nicht langweilig werden. Aber trotzdem wäre es schon irgendwo komisch und eine Beschneidung, wie man sie eben noch nie in seinem Leben erlebt hat. Andererseits, wenn so eine Maßnahme etwas bringt, ja, dann finde ich sie natürlich auch richtig, und ich finde auch richtig, dann, dass man das dann unterstützt und sich daran hält. Aber das ist ja auch noch so die Frage. Was ist denn wenn man 14 Tage die Kita zulässt? Und dann nach 14 Tagen ist alles okay? Das funktioniert doch überhaupt nicht. Na? Ich sag mal, heute sind 10 infiziert. In 14 Tagen sind die 10 mit der Krankheit durch. Aber dann sind doch die nächsten 10 infiziert. Und deswegen, ich weiß nicht, inwieweit diese Maßnahmen wirklich fruchten und inwieweit man die überhaupt langfristig aufrechterhalten kann. Ja, und dann gibt es ja eben zusätzlich zu den ganzen vielen ernsten Sachen dann eben noch diese Veralberung. Also ein LKW-fahrender Kollege, vielen von euch eben halt auch bekannt, meine Frau hat es mir erzählt, weil er hat es auf Instagram gebracht, und da ich ja kein Facebook, Instagram und dergleichen habe, kriege ich das also nicht mit, aber sie hat es halt wieder ohne Blinker, 2 Stück hintereinander. Er hat geblinkt 2-mal hier vorne und ist dann rüber. Naja, endlich mal einer, der geblinkt hat und sauber gezogen ist. Ach, es tut mir leid, Leute, dass ich da jetzt heute so drauf rumreite, aber es ist einfach so hammermäßig viel.
einer Panne, Warndreieck natürlich schon umgekippt. Man hätte sich viel früher einordnen können und nicht erst im letzten Moment rüberziehen. Ja, weiß auch nicht. Vielleicht bin ich irgendwie in so einer Kritisierstimmung, keine Ahnung. Das wird jetzt wirklich in den nächsten Wochen in Anführungsstrichen. Ach ja, entschuldigt. Jetzt haben mich die aus dem. Ich wollte ja zurück. Meine Frau hat mir also erzählt, also dieser YouTuber, dieser LKW-YouTuber, der hat also zum Beispiel den in Anführungsstrichen Gag gebracht. Also poppen nur noch von hinten. Damit man sich nicht gegenseitig aus Versehen anatmet oder anhustet. Ich habe ja in dem einen Video schon gesagt, es ist ein bisschen problematisch. Also die betroffen sind, können diese Witze mit Sicherheit nicht gut finden. Ja, das war vorbildlich. Ja, das war wieder scheiße, ey. Wieder kein Blinker. Ja, der Blinker war dafür mir ein bisschen über die Ecke. Naja. Ja, ihr merkt schon irgendwie, also LKW-Thema oder was in der Richtung. Ich hatte ein Thema, was mit der LKW-Fahrerei zusammenhängt. Ein Thema, was allerdings auch schon andere beackert haben. Aber ja, aber wie gesagt, danach ist mir heute nicht irgendwie. Ist da zu viel die andere Geschichte im Kopf und präsent. Und wieder einer ohne Blinker. Ich glaube, ich werde das Video mir zu Hause noch mal komplett durchgucken und mal mitzählen. Das ist ja nicht mehr fassbar hier. Und? Er auch. Er auch. Weil, ey, ich. Ja, er blinkt. Wahnsinn. Wahnsinn, wie viele hier. Ich meine, ich habe ja gesagt, wenn die weit vorne sind und dann ohne Blinker reinziehen, das dann tangiert mich jetzt weniger. Aber ich behaupte jetzt einfach mal was. Wer, so wie er hier, ohne Blinker jetzt rüberzieht, der wird auch in anderen Situationen blinkmufflig sein. Behaupte ich jetzt einfach mal. Na? Ich meine, einer, der bei jedem Scheiß blinkt, also bei jeder Situation, wo eben Blinken eigentlich auch von der Fahrschule her gelehrt worden ist, er auch ohne Blinker. Na? Wer also hier blinkt, der wird auch in den wichtigen Situationen, der hat geblinkt, allerdings früh ausgemacht, der wird auch in den wichtigen Situationen blinken. Und ich bin mir halt bei diesen Leuten nicht sicher. Ja, sehr schön. Blinker und mit ausreichendem Sicherheitsabstand vor mir reingegangen. Sehr vorbildlich. Ja, vielleicht noch mal ein bisschen was hier vom Fach. Wenn ich gleich reinkomme, dann. Ich habe so. Ja, was heißt kein Auftrag vom Chef? Also, mein Chef hat mich gestern gebeten,
Ich möchte doch heute, wenn ich reinkomme, noch mal kurz mit unserer Auszubildenden, also unserer angehenden Berufskraftfahrerin sprechen, weil sie halt gestern im Anschluss an mich hier mit meinem LKW die Tour nach Heiligenstadt gefahren ist, halt die kurze Tour, eben 100 Kilometer rauf, 100 Kilometer wieder runter. Und da sind so ein paar Sachen bezogen auf die Ladungssicherung. Wir haben ja hier eine spezielle Ladungssicherung. Früher musste ja ein Gurt über jede Gestellreihe gelegt werden. Ich habe ja also immer diese Gestelle hintereinander stehen, formschlüssig geladen. Und es musste früher über jede Gestellreihe ein Gurt. Und dann hat man irgendwann mal jemanden vom TÜV hinzugezogen, der hat das alles richtig durchgecheckt und berechnet. Und man ist dann zu der Lösung gekommen, wir haben ja einen Auflieger mit Stahlkante an der Seite. Wir haben die Bretter drin, die Gestelle, die aufeinander gestapelt sind, die Füße haben ja Vertiefungen und das obere Gestell sitzt richtig eingerastet auf dem unteren. Und es reicht also bei uns am Ende der geladenen Trägerreihe zwei Gurte zu setzen. Einen für die untere Reihe, einen für die obere Reihe. Allerdings schräg gezurrt in Richtung vorne, damit eben verhindert wird, dass durch Vibrationen und Fahrerei und so weiter die Gestelle nach hinten wandern und nicht mehr formschlüssig stehen. Es soll halt durch die beiden Gurte gewährleistet werden, dass die Ladung formschlüssig eben auf Kontakt bleibt. Und sie hatte halt nur ein dreiviertelvolles Auto, das heißt, die obere Reihe ging nicht bis ganz hinten, und sie hat dann bei der unteren Reihe den Gurt halt drüber gelegt und verzurrt. Ja, der Endeffekt war, als ich in Gaggenau ankam, da hatte sich das hinterste Gestell schon so ein Stück weit nach hinten bewegt. Also das war halt nicht ganz richtig von ihr. Dazu kommt noch so eine Kleinigkeit bei der Plane, auf die man achten muss. Die Plane muss also vorne ausreichend vorgespannt werden, weil man sonst hinten zu viel Material auf die Stange bekommt und dann kannst du nicht mehr spannen, beziehungsweise dann fängt schon an, die Stange sich zu verbiegen. Ja, da halt so ein paar Kleinigkeiten eben, auf die ich ja halt mal zeigen soll, bezogen auf diese Tour. Könnte ja auch mal sein, zum Beispiel, ich habe ja irgendwann auch mal Urlaub und da muss ja jemand anderer diese Tour fahren. Und es könnte ja durchaus sein, dass sie diese Tour fährt, und dann ist es natürlich nicht schlecht, dass sie dann wirklich aus erster Hand von mir die Infos bekommt, wie das da alles zu laufen hat. Ein bisschen Busüberführung. Sorry, kleiner Gähnanfall. Ah, die sind schon lang, die Dinger. Ich glaube 20 Meter oder was. Ach, kommt noch einer. Ganzes Nest. 96 fährt der Bursche. Das ist flott. Noch ein vierter.
Kreuz. Lass aber auch laufen, Kollege. Ja, er lässt laufen. 98. Ja, da bekommt Chemnitz 4 neue Busse. Ja, 12, 13 Meter, du Klon, du. Echt, ey. Der hat nicht so schön laufen lassen. Naja. Sehe, läuft noch alles, aber wir nähern uns jetzt den 60 Minuten und das ist eigentlich so, ich hätte was gesagt, der Akku-Verreckpunkt. Wir haben jetzt noch 51 Minuten. Ich werde also in den nächsten Minuten mit diesem Video zum Ende kommen müssen, damit es nicht abrupt endet. Tja, und es stellt sich für mich natürlich wieder die Frage. Ach, noch eine lustige Sache. Wer meine Videos verfolgt, weiß ja, dass ich jetzt hier auf dem Rückweg kann ich ja Alsfeld Ost rausfahren und dann 20 Kilometer über die B62 bis zu unserer Firma. Das Ganze geht natürlich auch umgekehrt und ich habe das ja schon mal erzählt in der Vergangenheit, als Bundesstraßen, Landstraßen noch mautfrei waren. Da hatten wir sogar die Vorgabe, immer die Landstraße zu benutzen, halt um Maut zu sparen. Da wurde also immer hin und zurück, also wurde immer in Alsfeld Ost aufgefahren oder abgefahren. Seit die Maut eben quasi überall ist, hat sich das geändert. Gut. Es gibt den einen oder anderen in der Firma, der meint, man würde durch die Steigung da auf der Autobahn mehr verbrauchen, beziehungsweise es ist ein kleiner Umweg. Es sind aber nur 5 Kilometer oder so, die Autobahnstrecke länger ist. Auf jeden Fall ist es so, es gibt bei uns immer noch Fahrer, die nach wie vor hin und zurück eben ist für die Alsfelds Ost der Punkt, wo sie auf die Autobahn fahren. Und gestern Nacht war da ein Kollege so, es hat ja extrem geregnet, es ist ja vieles bei uns auch überschwemmt und so. Auf jeden Fall, der Kollege fährt also des Nächtens, so wie ich, ein bisschen eher, fährt er wohl los, B62 Richtung Alsfeld. Und plötzlich geht es nicht mehr weiter, Straße gesperrt wegen Hochwasser. Ja, okay, denkt da Scheiße,
dreht und will zurückfahren Richtung Firma, um dann dort halt auf die Autobahn zu gehen in Niederaula, so wie ich es jede Nacht mache. Kann er nicht mehr. Ein Erdrutsch versperrt ihm den Weg. Eingeklemmt, hinter sich Hochwasser, vor sich Erdrutsch. Mitgekriegt habe ich das Ganze dadurch, dass gestern Nachmittag ein Kollege hier die Tour nach Heiligenstadt gefahren ist, der normalerweise so wie ich so eine feste Tour hat mit Autoteilen. Und da sage ich zu ihm, wie kommt's, dass du jetzt hier meine Tour fährst? Ja, sagt er, so und so und so, hier mein Kollege, dem ist das und das nachts passiert. Und ja, er konnte, also ich sag mal so, der Kollege ist dann ja beim LKW geblieben und als er dann endlich da aus der Lage befreit wurde, da konnte er sich das, glaube ich, schenken, die Tour noch zu fahren oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall für den Kollegen, der dann hier Heiligenstadt gefahren ist, also für den zweiten, war die Tour auf jeden Fall gecancelt. Tja, so kann es gehen. Ah, da lädt einer Holz im Wald. So, ja, jetzt haben wir die Stunde voll. Ich sage jetzt mal, Leute, schönes Wochenende, macht schön gut.